Bei 30 Grad und strahlend blauem Himmel begrüße ich alle Zuschauer recht herzlich. Wir sind in Potasnaus und fahren Richtung Cascatala, beziehungsweise unser Hauptziel ist Ses Yetes. Und zwar eine wunderschöne Bucht, die aus mehreren Teilen besteht. Habe ich vor langer Zeit mal vorgestellt. Jetzt ist Hauptsaison und jetzt ist bestimmt viel los dort. Wir sind zwar am Abend kurz vor dem Sonnenuntergang. Und wo das Ganze ist, das werden wir gleich nochmal zeigen in Bild und Ton. Diese Straße hier, wunderschön. Und wirklich so toll zu fahren. Wir fahren parallel zur MA1. Das setzt sich aus so vielen Teilen hier zusammen. Das ist übrigens Bendinat. Also viele Orte sind hier heute mit im Spiel. Schöne Läden hier. Im Rücken von mir geht die Sonne unter. Wir werden gleich ein bisschen tiefer fahren. Dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel von der Sonne sehen. Wir sind hier noch ziemlich weit oben. Werden eventuell gleich einen schönen Blick haben aufs Meer. Vorne sehen wir den Bus. Selbstverständlich haben wir hier eine gute Busanbindung von Palma hierher. Ist gar kein Problem mit dem Bus. So ungefähr eine knappe halbe Stunde. Mit dem PKW in 15 Minuten höchstens. Jedoch sollte man frühzeitig kommen oder zu einem guten Zeitpunkt, damit man hier einen Parkplatz bekommt. Und runter, da wo wir hinunter wollen, da fährt auch noch ein Bus. Das ist denn allerdings der EMT. Jetzt schauen wir uns allerdings erstmal an, wo das Ganze hier ganz genau gelegen ist. Selbstverständlich auf Mallorca. Wir sehen den Südwestzipfel. Da sind wir gerade bei dem großen blauen Kreis mit dem Schirm. Wir sehen da Palma, Manacor, aus Manacor hierher ungefähr 35 Minuten. Gut erreichbar, wie eben schon erwähnt, über die MA1. Vorher die Via de Cintura in Palma benutzen. Und hier sehen wir schon diese vielen kleinen Buchten, diese Auskerbungen. Da sind wir jetzt. Der grüne Bereich ist ein Militärgebiet. Das werde ich gleich auch nochmal zeigen. Jedenfalls, ja, die Außenmauern. Aber zunächst erstmal der restliche Weg bis ans Ziel. Ja, zu fahren ist es wirklich 1A, weil hier kaum Durchgangsverkehr ist.
Hier fahren wir jetzt gleich vorbei an einer großen Schule in Bendinat. Jetzt dürfen wir uns gleich freuen auf einen fabelhaften Ausblick. Jetzt geht es nämlich ein bisschen hinunter und hier blicken wir auf die Bucht von Palma. Sagenhaft die Aussicht von hier oben. Also hier stehen auch Bänke, also hier kann man einen Moment verweilen, schöne Bilder machen. Da drüben die Playa de Palma. Dieses Stück haben wir geschafft. Ab hier, ja, sollte man denn zu Fuß gehen. Es gibt auch noch andere Parkmöglichkeiten, kann ich gleich gerne darauf hinweisen. Diese hier sind gebührenpflichtig. Je später der Abend, dann werden sie irgendwann gebührenfrei. Das ist ja nur das Tageszeitfenster, wo man hier Parkgebühren zahlen muss auf Mallorca. Die Orte entscheiden aber selber, in welchen Zeiten Gebühren erhoben werden. Hier nochmal der Blick an die Küste da drüben, ein bisschen vergrößert, das sind schon ein paar Kilometer darüber. Der Himmel auch heute so leicht milchig, wenn man so gegen die Sonne schaut, kann man den Sahara-Staub so ein bisschen sehen oder mit der Sonne viel mehr. Das ist die Playa de Palma und ganz links geht es dann rüber Richtung Palma. Hier ist die schon angesprochene Haltestelle der EMT-Buslinie.
Ja, und hier geht's in den schon angesprochenen militärischen Bereich. Natürlich, wie sich das gehört, von der Schranke getrennt. Ringsherum gibt's kein Durchkommen. Unten werden wir nochmal drauf eingehen. Da gibt's natürlich auch Bereiche, wo die so ein bisschen Spaß haben können. Und das ist natürlich den ganzen Bediensteten vorbehalten dort. Dieser Zipfel da drüben, das ist S40. Und wir sind jetzt hier alle eben in Illetes, aber an der Cala Contessa. Da gehen wir jetzt einmal hinunter. Es geht immer tiefer, bis wir dann gleich am Wasser sind. Hier ein bisschen schauen, dass man sich nicht vertritt. Schon gefährlich, dass man hier ja nicht neben die Stufen tritt, das wäre nicht gut. Ja, die Cala Contessa, die liegt schon im Schatten. Wir sehen da hinten oben am Bildrand, wo die Sonne untergegangen ist. Das passiert hier natürlich ein bisschen früher. Aber wir sehen, der Strand ist noch brechend voll. Viele Leute im Wasser. Temperaturen von 28 Grad im Wasser. Ja, und die Luft hier immer noch 30 Grad warm. Es sind überwiegend Spanier hier. In Spanien sind ja auch gerade Ferien 3 Monate lang. Natürlich nur für Schüler, die arbeiten, denn die haben natürlich auch weniger Ferien. Aber hier hat man richtig Spaß. Das ist auch normal, dass hier sind immer so viele Spanier bzw. Mallorquiner. Es ist auch immer so ein bisschen lauter hier, aber trotzdem wunderschön. Eine Empfehlung wäre auch mal morgens herzufahren, dann hatten die Sonne von vorne. Ist ein traumhafter Ort.
Wir gehen mal weiter an die nächste kleine Kala, die Kala Singsel. Da scheint noch die Sonne runter. Eine Maschine verlässt Mallorca. Auf Wiedersehen, adios. Bis zum nächsten Urlaub auf dieser wunderschönen Insel, unserer Lieblingsinsel. Das war eben enorm rangezoomt, so mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Ja, wir sind immer noch in Ijetes und das ist die Kala Singsel. Links von mir der Sicherheitsbereich, der ist abgesperrt natürlich, wie ich eben schon erwähnt habe. Da vergnügen sich dann die Sicherheitsbediensteten und wahrscheinlich auch die Familien dürfen da rein. Das alles ist dem Verteidigungsministerium unterstellt. Ja, es weht hier ein richtig frischer Wind. Macht das Ganze so ein bisschen erträglicher. Für den Ton nicht ganz so gut. Da drüben blicken wir Richtung Palma. Da hinterm Zaun liegt die Gastronomie vom Verteidigungsministerium. Die dürfen da raus, wir dürfen aber nicht da rein. Man kann hier natürlich Boote leihen oder andere Tretboote, wie man hier sehen kann, aber auch Motorboote. Es gibt hier zwei Chiringuitos. Eines ist dahinter und eines liegt oben. Da gehen wir ganz zum Schluss nochmal wieder hoch. Also viele Höhenunterschiede muss man hier überwinden. Da draußen liegt eine kleine vorgelagerte Insel. Zu der kann man natürlich rüber schwimmen, aber soweit ich das weiß, darf man sie nicht betreten, Naturschutz, aus Naturschutzgründen. Ja, und hier jetzt am Abend entlang zu gehen, ist wirklich sehr, sehr schön, sehr angenehm, obwohl hier noch viel los ist. Wenn die Spanier da sind, dann ist ja immer so ein bisschen lauter. Die feiern Familienfeste am Strand, die kommen mit Sack und Pack abends an und breiten alles aus. Ihr Essen gibt es dann nicht zu Hause, sondern gibt es hier. Ja, das ist die Kala Singsel nochmal.
auf der Schautafel von der Gemeinde Calvia, in der wir uns befinden hier. Ist schon einiges, was zur Gemeinde Calvia gehört. Eine Riesenauswahl an Buchten und Stränden, Orten. Wie Palma Nova, da drüben das Chiringuito übrigens. Wie Magaluf, Santa Ponsa oder Pagera. Und viele, viele mehr. Costa della Calmach, ich könnte noch so viele aufzählen. Ja, und hier schauen wir noch mal raus aus Wasser. Da ganz hinten liegt Porta Snaus. Porto Portals, viel mehr. Und viele Leute liegen hier mit ihren Booten vor Anker. Muss ganz schön schaukelig heute sein. Also der Wind weht enorm hier übers Meer. Hier schauen wir nochmal Richtung Cala Mayor. Das ist also auch Richtung Palma. Wir sehen, wie eng bebaut das ist. Das sieht von hier natürlich noch ein bisschen mehr aus. Da ganz hinten lag auch der Marivent Palace, ganz rechts außen am Zipfel. Da sind die Könige zu Hause. Und hier, ja, hier ist das Chiringuito oberhalb, oben an der Straße. Hier kann man sich zu fairen Preisen einigermaßen gut versorgen. Ja, damit endet das Video auch so allmählich. Hier kann man übrigens auch stehen und parken, auch gegen Gebühr. Und weiter oben ist noch ein kleiner Zipfel. Da kann man tatsächlich kostenfrei parken. Aber auch da muss man wirklich früh kommen in der Hauptsaison. Da ist oft alles belegt. Der Kampf um die Plätze, um die Parkplätze. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Würde mich riesig freuen über den Daumen nach oben. Gerne Georgis Kanal abonnieren. Wer darüber hinaus sich engagieren möchte, ist mit Super Thanks gut aufgestellt. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Lass noch einen Moment hier mit Blick auf die Cala Comtesa das Video auslaufen. Ich verabschiede mich, sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus.